vorher in einem anderen Hotel absolviert. Hatte dort einfach nicht das Gefühl, dass ich wirklich das lernen werde, was ich brauche für meine Zukunft. Also dafür habe ich mich dann entschieden, dass ich das Hotel wechseln werde und es war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Ich möchte mich auch gerne weiterbringen in der Zukunft und deswegen war es für mich in dem Punkt nicht schwer, das Hotel zu wechseln. Häuser einzustellen, weil jedes Haus arbeitet anders. Aber für mich war es hier eine sehr gute Aufnahme. Ich wurde sehr gut eingearbeitet und wurde auch willkommen geheißen. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass hier ist eine sehr familiäre Atmosphäre. Die Kollegen hier halten sehr zusammen, jetzt egal aus welcher Abteilung. Jede Abteilung arbeitet Hand in Hand zusammen. Das finde ich sehr schön. Also es ist nicht so ein, wir sind ein Team und die sind ein Team, sondern wir sind alle ein großes Team. Und das finde ich ganz schön hier. Und bin seit 7 Jahren hier. Der Grund ist, weil mir hier das Arbeiten echt Spaß macht. Ja, wir haben einen coolen Chef, der lässt dann alle frei halten, solange wie die Zahlen stimmen. Ja. Und da kann man sich aussuchen, man kann machen, was man, ich sag nicht, machen, was man will, aber man kann sich wirklich austoben in der Küche. Ja. Und man kann da neue Sachen machen und dann kann man mit jedem reden. Man hat ein gutes Team hier. Das macht halt auch Spaß zu arbeiten. Wir werden hier bei NHN auch Aufstiegsmöglichkeiten gegeben, Schulungen und so. Die besuche ich ja auch noch, um einfach was für sich zu tun. Ja? Und das habe ich in den anderen Hotels, wo ich vorher war, nicht so gehabt. Ja, klar wurden da auch Schulungen angeboten, aber nicht in dem Rahmen, wie es hier in Hagen gemacht wird. Wir haben halt wirklich ein angenehmes Arbeitsklima hier. Mit allen Abteilungen, was ja auch, ja, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich schon geändert, aber früher war das in der Gastronomie so schwarz gegen weiß und so. Das hat man, merkt man hier gar nicht. Man kommt mit jeder Abteilung gut klar und die Abteilungen helfen sich alle untereinander und das ist, davon hat man selber natürlich dann auch Vorteile. Ich bin in diesem Hotel seit 5 Jahren, generell bei NH seit 8 Jahren, also mit Ausbildung, ja. Und bin Schichtleiterin an der Frühschicht unten an der Rezeption und mache nebenbei die Buchhaltung. Mhm. Ich habe nichts, was ich kritisieren könnte. Also jetzt nichts, wo ich sage, ich möchte raus, weil, wüsste ich jetzt nicht. Weil ich kann ja andere Sachen sagen, warum ich hier bin. Und ja, deswegen, ich bin glücklich auf Arbeit, deswegen gibt es für mich keinen Grund zu sagen, ich möchte ein anderes Hotel wechseln. Ich glaube, bei uns ist es wirklich eher wie so eine kleine Familie. Wir sind alle beim Du und es gibt eigentlich, also ja, im Team, also generell bei mir jetzt, sag ich mal, im Front Office Team ist alles super, aber auch komplett das ganze Team, also mit den anderen Abteilungen, auch viel mit Schulungen, also einer bietet ganz viel unglaubliche Schulungen an. Ja, im Moment finde ich so, wie es gerade ist, echt angenehm, ich kann mich nicht beschweren. Ich gehe mit dem Lachen zur Arbeit, ich komme mit dem Lachen zur Arbeit. Deswegen sage ich, im Moment ist alles so, wie es sein soll. Ich bin super happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle Abteilungen arbeiten zusammen und keiner versucht hier irgendjemand anders auszuspielen, gerade wir auch in der Rezeption. Sind ein mega klasse Team, jeder ist für jeden da und jeder springt ein, wenn es mal einem nicht gut geht oder hilft und jeder ist engagiert. Also das merkt man echt. Es ist selten, dass man so ein Team hat, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt haben wir auch seit kurzem, sag ich mal, unseren Assistant, der jetzt zum Front Office Manager geworden ist, der auch ein super, super Typ ist. Herr David Mühlenberg, der ja auch hier schon im Interview war, der achtet halt auch sehr auf unser Team und dass wir einfach miteinander sind und dass, wie gesagt, keiner irgendwie versucht, den anderen auszuspielen. Auch Frühstück und Rezeption, das alles zusammenarbeiten. Wenn man da im Mangel ist, dass man da mal hilft und ja. Macht schon wirklich Spaß. Also. Ich habe 2008 bei NH angefangen zu lernen, damals noch im NH Collection Berlin mit am Chikwanchali und bin dann vor 2,5 Jahren rübergegangen als stellvertretender Rezeptionschef und bin seit einem halben Jahr Rezeptionschef hier im NH Collection Berlin Friedrichstraße. Bei NH ist es so, da sieht man, dass was gemacht wird, dass man halt weiterdenkt, innovativer denkt. Dass ich bin überzeugt von dem Hotel hier, es wurde renoviert vor einem Jahr und dementsprechend freut man sich auch, wenn die Gäste abreisen, dass man weiß, dass man ein positives Feedback bekommt. Es gibt andere Hotels, die werden zum Beispiel nicht renoviert, da hat man das Geld nicht mehr dafür, wo die Ketten auch sagen, dass sie nicht unbedingt Geld darin investieren wollen. NH hat es gemacht, NH hat viele Hotels als Collection quasi renoviert unter anderem und das ist ein tolles Produkt, da hat man Spaß zu arbeiten und aus dem Grund bin ich so gerne hier und natürlich auch tatsächlich wegen den Mitarbeitern, nicht tatsächlich, sondern weil die Mitarbeiter hier einfach das Leben ein angenehmer machen. Man hat Spaß zur Arbeit zu gehen, ich kann an einer Hand abzählen, wenn ich mal keine Lust hatte zur Arbeit zu gehen, so eine Tage soll es auch geben, aber kann man hier tatsächlich nur an einer Hand abzählen, deswegen macht mir die Arbeit hier in der Friedrichstraße sehr viel Spaß.